Die Teuerungswelle setzt unser Land unter Druck und legt die Schwächen unserer Autonomie sowie die Versäumnisse der bisherigen Südtirol-Vertreter in Rom schonungslos offen. Die SVP hat es verabsäumt, die Autonomie zu nutzen und eine eigene Energiebehörde aufzubauen. Auch der uns zustehende Gratisstrom wurde jahrelang nicht für die Bürger verwendet und damit hunderte Millionen an den Staat verschenkt. Ohne eine Steuerautonomie fehlen uns die notwendigen Instrumente, um die Bürger vor den Preissteigerungen zu schützen. Die Hilfszahlungen der Landesregierung kommen nur sehr wenigen zugute und sind ein Tropfen auf dem heißen Stein. Weil es immer noch keine Kollektivverträge auf Landesebene gibt, können die Löhne nicht an unsere hohen Lebenshaltungskosten angepasst werden. Durch das Fehlen eines eigenen Südtiroler Renteninstituts bleibt Müttern die Anerkennung der Erziehungsjahre und somit eine echte Wahlfreiheit verwehrt. Wegen der fehlenden Zuständigkeit in der Einwanderungspolitik sind wir der durch die Krise angefachten Armutsmigration weiterhin ausgeliefert. Diesem autonomiepolitischen Stillstand und Versagen setzen wir unseren Willen und den Mut für einen konsequenten Ausbau der derzeitigen Teilautonomie hin zu mehr Eigenständigkeit entgegen. Mein Name ist Uli Major. Mein Name ist Otto Malknecht. Mein Name ist Sabine Zoderer. Und gemeinsam wollen wir mehr Südtirol wagen.